Dienstag? Ey, wir müssen wieder tauschen, möchte ich gerade. Weil. Moment. So, wir sind nämlich fleißig im Design-Thema, weil es kommen neue Designs auf verschiedenste Autos. Golf sind wir gerade dran, deswegen schwenken wir nicht nach links. Jetzt ist das Bild wieder weg. Schwenken wir nicht nach links. Dann ist die Frage, wann dieses Video kommt, wie viel ich schon verraten darf. Auf jeden Fall sind wir gerade fleißig in der Creativity-Phase hier. Rennwagen, dann noch einen anderen Rennwagen, ne? Ja, genau. Und das allerwichtigste Projekt, was als nächstes rankommt, was ihr sehen dürft, ist nämlich der BMW E30. Da habe ich ja gesagt, ich wollte so ein bisschen designmäßig was machen, was in diese, ich wollte jetzt 30er Jahre, weil es ein E30 ist, sagen, aber ist ja gar kein 30er Jahre, in die 80er, 90er Jahre geht, weil das war halt eine sehr coole, geile Zeit. Und da haben mir aber die Designs nicht ganz gefallen. Deswegen machen wir es jetzt wie folgt. Wir haben keinen wirklichen festen Fahrplan, weißt du auch noch nicht, glaube ich. Nein, gar nicht. Sondern wir haben jetzt nur Farbe bestellt, die mir gut gefallen hat. Wir gehen mal runter zum Engin. Und dann fangen wir einfach an, uns so an verschiedenen Designs zu orientieren und hangeln uns so durch. Ich weiß nur, wie die Front aussehen soll. Das heißt, diesmal kann es sehr kreativ werden. Okay. Habt ihr eigentlich schon mal eine Kreativwand gesehen? Nein. Hier. Achso, doch. Das haben wir schon gesehen? Doch, ja, ja, ja. Ja, und das ist wirklich toll. So, wir machen mal einen Test. Ich nehme jetzt einfach irgendeine Farbe. Die. Okay? Ja. Und guck mal. Ja, das ist geil. Das macht, also mir macht das tierisch ja. Spaß. Ja. Manche denken sich jetzt so, aber so eine Wand empfehle ich jedem, der irgendwie so ein bisschen kreativ was machen muss. Guck mal hier. Das ist geil. Ein bisschen kreativ was machen muss. Auch geil. Mhm. Normalerweise habe ich so eine Lampe noch stehen, das ist ein bisschen besseres Licht. Und um Kombinationen zu finden von Farben. Ne? Scheiße ist es auch nicht. Nein. Aber da würdest du nicht drauf kommen. Kannst niemals. Nicht. Und die Variationsmöglichkeit ist ja unbegrenzt, Leute. Weil ich habe ja all die Farben nochmal hier drin. Ja, auf jeden Fall, wir gehen mal runter in den Keller. Wie geht's denn los? Es geht schon los. Hallo. Hallo. So, das ist nämlich die Farbe, die Grundfarbe, die wir nehmen wollen. Und was wir jetzt machen ist, wir folieren erstmal auf die Haube drauf, das ist kein Scheiß. Und dann schneiden wir weg, wir können wegschneiden noch drauf, ne? Genau, und schneiden weg, was uns nicht gefällt. Und wollen halt so eine Art Design erstehen lassen, was halt irgendwie 80er Jahre ist, was ja oftmals immer linear ist. Also das heißt gerade Linien von einer Seite zur anderen. Nichts Wildes, keine 3D-Form oder nichts Geschwungenes wie bei dem Enjoy-Logo, sondern wirklich komplett linear. Aber die Farbe ist geil, ne? Die Farbe ist mega. Ich kann mir eigentlich gerade den Wagen sogar ganz komplett so vorstellen. Ja. Ganzen Wagen so wäre auch schon cool. Machen wir aber nicht. Das wird zu einfach. Das wird zu einfach. Deine Räder in derselben Farbe, nur in matt. Ah! Schlägerei! Das wäre doch mal was. Ja, wäre fantastisch. Das wäre mal was anderes. Ja, das wäre mal was richtig Neues. Noch nie gesehen. Ja, so. Niere, Chrom weg oder schwarz? Lassen. Ja, ne? Irgendwie ja, schon, sonst ist die Nase weg, ne? Das ist auch oldschool, das darfst du. Okay. Ich noch nicht so. Nein? Nein, 95er Bäume. Farbe gefällt mir schon mal sehr gut. Ich bin schon mal sehr berührt. Farbe schon mal sehr geil. Also, was wir jetzt machen wollen, ich mache mal noch ein paar Bilder rein, ein paar Vorschläge, die ihr gezeigt habt, die eigentlich 100% gedeckt haben mit meinen Ideen. Genau. Was wir jetzt machen ist, ich denke, wir fangen an, das hier vorne schon mal so zu schneiden gleich, ne? Aber auch komplett durch. Also, als ob der Wagen in so ein Raster reingefahren wäre. So ein bisschen wie dieses BASF-Design, so ein bisschen wie das Tic-Tac-Auto, finde ich. Oh, sollen wir das Tic-Tac-Auto nachmachen, nur nicht in grün, sondern in blau? Nee, auch E30 gab es ein Tic-Tac-Auto. Ja, den gab es auch. Hat auch einer mit dem Rocket Bunny auf dem E36 noch gemacht. Mit den Rotiformrädern, mit den. War das Tic-Tac? Ja, war ein grüner. British Racing Green und dann in weiß diese ganzen. Ja, auch nein, ich noch nie. Jetzt gibt's Schläge. Renn, Junge. Boah, wenn ich, ich glaube, das habe ich das Gefühl, wenn ich fest in den Arsch stehen würde, dann würdest du ein bisschen die Küche machen, dann würde ich auch alles brechen. Ich glaube auch, wenn ich so. Also eigentlich bis zur Dichtung, ne? Ich weiß, also das ist ganz kurz der Winkel, den ich so dazwischen den ich auch blau machen hier. Nicht jetzt so schlecht foliert, wie ich es gemacht habe, aber. Guck mal, Engin. So was hatte ich gedacht. Von der Seite gucken. Mhm. Ja. Wenn man jetzt die Haube zumachen würde, geht das eben, ja. Ne? Ah, ja. So in die Richtung. Und dann kommen wir ja hier wieder rein. Und dann sind wir hier wieder drin. Obwohl wir gehen hinten, machen wir wieder so Striche, okay? Genau. Wie dick die Folie ist, ne? Was wiegt eine Autofolie? Also was wiegt eine Vollfolie? Also so auf Rolle hast du locker 15 Kilo. 15 also Kilo? So eine richtige Rolle hast du bis zu 15 Kilo. Das ist kein Scheiß.
Deswegen stelle ich mir, okay, du hast das Trägerpapier, was du abziehst, was auch viel wiegt. Die paar Rollen in der Mitte auch. Das auch, aber das ist meistens nicht so viel. Das ist so leicht. Ja, wenn du die das zusammenkommt, ne? Da hast du ordentlich Kilo. Das ist schon ordentlich. Das ist auch oft wegen Sperrgut, deswegen hast du auch wegen Gewicht und wegen Größe Sperrgut. Eine Rolle ist ein ganzes Auto? Also wir hatten jetzt eine 25 Meter Rolle. Wir nehmen mal eben eine Rolle mit, gehen wir eben hoch auf die Waage. Ja. So, wie viele Autos sind das? Das ist ein Auto. Bleibt was übrig? Ja, klar. Vielleicht 2 Meter. Vielleicht. Oh. Aber das ist jetzt gut bestellt. Das ist besser. Ehrlich? Also 15 hast du auf jeden Fall. Ich bin gleich so. Ja, aber das Trägerpapier wiegt ja auch ordentlich. Wie es wiegen? Das Trägerpapier wiegt wie viel? Das Trägerpapier weiß ich nicht. Ich würde. Hast du eine Papprolle mal eben, eine leere? Eine normale Papprolle? Ja, aber. Da ist doch eine. Halbe musst du, glaube ich, schon machen, ja, oder? Das, ja, ich würde mit dem Papier circa halbe machen. Ja. Aber trotzdem hast du mindestens 5 Kilo oder so, die aufs Auto kommen, finde ich. Also es geht. Scheiße. 5 Kilo denke ich auch. Also Autofolieren ist nicht gut. Eigentlich. Leistungsmäßig nicht. Abbrechen, abbrechen! Podium da, Stopp! Deswegen auch nur kalt. Ey. Hast du eben mal so? Ja. Oh, das ist schon wirklich. So, das sind jetzt zum Beispiel 18 Meter. Und mit 18 Meter kriegst du ein Auto. Hätte ich jetzt schwerer gedacht, die Papier. Mit 18 Meter kriegst du das. Auf den Ford Focus RS. Viertürer, normaler Viertürer. So, 18 Meter. Ja, wir gehen mal hoch, wiegen das Ding mal. Ja. So, Tipps abgeben, wie viel das senken? 15? Ich bin bei 15 ungefähr. Das jetzt oder mit Abzügen? Nee, das hier. Das ist mir auch im Auto. Schwerer als du? Na fast. Ich sag 10. 10? Ja. Okay, bis gleich. 9,9 Kilo. Das heißt, man die Trägerfolie, also unter 5 Kilo. 9,9. Dann wahrscheinlich bei 5. Krass, bei so einer 25 Meter Rolle. Aber wenn das 9,9 sind, dann kommt das Trägerpapier runter mit der Rolle, ist also unter 5 Kilo. Ja, das geht dann. Haben wir nicht hier mitgenommen, weil ich würde sagen Kilo. Ich würde das mal gerne bei der Ugly Bitch wissen. Ja, das ist auch mehr Schichten drauf. Das ist eine geile Frage. Wie ein Kilo? Nee, 800. Ja, aber trotzdem, 5 Kilo Folie. Gut, danke sehr. Sehr gerne. Bis gleich. Scheinwerfer. Ja, würde ich auch machen. Also Scheinwerfer würde ich sagen. Beide gelb. Ja, genau. Wir sind ein Stück weiter. Mhm. So sieht er nämlich jetzt aus. Aber auch was von Adidas so ein bisschen, ne? Ein bisschen, ja. Hier die Farbe, ne? Echo Mio. Ja, wirklich gut. So, jetzt sind wir aber noch gar nicht weit. Weil jetzt wollen wir nämlich so ein bisschen Race Club drauf machen. Also ich will auf jeden Fall fett Male hier stehen haben. Hier. Dann Startnummernfeld drüber. Dann will ich hier unten noch so ein paar Sachen, so ein paar Firmennamen drauf haben. Vorne kommt Male drauf, ne? Ja. In dem großen blauen Feld. Ja. Also wir halt hier diesen Rennlook, ne? Genau. Dann hier so hier sowas drauf, so vielleicht Dunlop oder was nicht, irgendwelche. Ja. Einfach racy. Felgen bleiben, ja. Was sagst du, Moro? Finde ich gut. Racy Look passt gut zum Auto und finde ich generell auch gut. Was für Firmen willst du noch dazu machen? Also Recaro würde ich auf jeden Fall machen, weil einfach auch der Schriftzug schon geil aussieht. Vielleicht auch BMW Motorsport oder so? BMW Motorsport. Aber hier so M-Power oder so? Ja. Aber ich glaube, es gab, oder M-Power gab es noch nicht, das Wort, ne, bei E30? Performance gab es damals noch nicht, so zu der Zeit. Nee, aber M-Power glaube ich sogar auch nicht. Ich würde nur also Motorsport oder sowas machen. Hieß das damals so? Ich glaube schon. Da gucken wir mal. Hier war hier auch irgendwas drauf. Aber und ich finde, wir sollten Schwarz auch ein bisschen etablieren. Nur ein bisschen. Oder eine ganz andere Farbe, weil das Startnummernfeld, was nehmen wir denn da? Ja, aber die Logos, die du unten auf den Seitenschweller machst, die sind ja schwarz. Genau, die wäre nämlich schwarz. Ja, vielleicht unten rum, alles was unten rum kommt, dann ist schwarz. So vorne unten, ja. An den Seiten unten. Hinten vielleicht noch ein bisschen was aufbringen unten. Oh. Das wird geil. Aber es ist schon. Sieht jetzt schon gut aus. Sieht's auch. Okay, ich guck noch mal so ein bisschen. Guck mir ein paar alte Rennwagen an, was die so wo wie wo stehen haben und dann gucken wir mal, ob wir das dann auch dann machen. Wir gehen jetzt wieder, jetzt springen wir in der Zeit wieder. Also okay. Die Aufnahme, die gleich kommt, wer weiß, wann die ist.
So sieht es aus, wenn Moho und Onkel Jean-Pierre morgens anfangen zu drehen. Direkt hier, früh. Muss hier runterschrauben. Schon sieht aber auch krass unausgepennt aus, Alter. Ja. Obwohl ich eigentlich ganz gut gepennt habe. Ja? Mhm. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Hallo. Kodieren Sie? Rekodieren Fahrzeuge? Nee, wir müssen mal weiter nach in die andere Richtung gehen. Ist drauf? Hallo. Da eigentlich soweit fertig? Ja, ich hab schon... Gucken wir damit drüber? Ja, mache ich jetzt. Und dann gucken wir links und wenn du sagst links, das Stadtmann ist okay. Du hast recht. Fällt rechts minimal. Aber das war vom Blickwinkel bisher. Puh! Ich hab hier noch ein Foto gesehen, weil es sieht ganz schön krass aus. Wenn du von hier guckst, sieht es natürlich noch krasser aus. Weil du hast die Linie, dann hast du die Linie, die geht so. Egal. Aber eigentlich hast du recht, weil es muss sich orientieren an der unteren. Ist denn unten auch? Fällt es da auch? 3 bis 4 mm. Das ist schon was. Aber der Wagen sieht verdammt krass aus. Voll geil. So richtig oldschool ready. Der sieht wirklich so aus, als ob es den so gab, aber gab's nicht. Hast du schon aufgefilmt? Nee. Nein? Nein. Ich hab mich noch nicht getraut. Okay. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Ich finde, vorne muss noch ein bisschen was dran. Der sagt Jonas so gleich was zusammenbauen? Ja, ich will gerade schon an ihm, aber es sieht schon sehr krass aus. Dach kann so bleiben, finde ich, da muss nichts wirklich hin. Mhm. Hinten ist auch so weit okay. Heckdecke. Ja, aber irgendwie ist es ein bisschen. Ansonsten hätte ich hier gesagt. Achso, meinst du den Streif? Sonst hätte ich halt hier gesagt. Also hier noch. Ich glaube, hier kann noch was hin. Irgendwie, das ist ein bisschen blank. Und wenn er hier. Oh, komm, den Arsch darfst du filmen, komm. Ich finde es ein bisschen nackelig. Ja, es ist nackelig. Da muss irgendwas hin noch. Ich meine, wenn ein Kennzeichen dran ist, ist wieder. Dann ist anderes wieder, ne? Dann ist ja was anderes. Irgendwas fehlt noch. Was ist, wenn wir die M-Farben nur in dieser kleinen Einbuchtung machen? Dass das weiterführend ist? Die drei Streifen auch hier. Mhm. Nur die Flächen. Auch schön, ja. Auch nur in dieses Ding rein. Genau, ne? Und genau so, weit, einfach weiterführend praktisch. Ja. Eine schöne Idee. Mhm, finde ich auch. Ich würde auch sagen, die M-Dinger, wir gehen eben hoch zu Jonas, gehen ihm richtig auf den Sack, weil er hat nämlich gerade gar nichts zu tun. Ich fühle mich so, wie du aussiehst. Ja? Mhm. Obwohl, ich sauber zu lang, wir schnipsen uns so. Okay. So. Hey, Johnny! Da müssen wir mal auf den Sack gehen. Ja. Bei dem M3, ne? Also der sieht wirklich bombastisch gut aus, ja? Ja. Aber ich würde gerne noch ein paar mehr Logos drauf haben. Und auf der Scheibe fände ich auch geil, wenn man so klassische Rennwagen-Dinger macht. Vielleicht machen wir Bahamas-Flagge. Das passt doch auch von den Farben gut. Jo. Eine Bahamas-Flagge mit Name. Ja, das ist geil. Und dann, pass auf, und dann machen wir eure drei Namen als Kameramänner. Auf beider Seite. Nee, das ist ja immer auf beiden Seiten so, gleich. Okay. Aber dann, weil ihr drei seid, also nicht ein Beifahrer, sondern ihr macht, sollen wir einen Namen rausbauen? Jo. Noyomo. Japanisch. Irgendwie sowas. Die sind alle, nee, und dann machen wir eine polnisch-deutsche. Zwei deutsche. Was ist saarländisch? Saarländisch. Ja, genau, das ist auch. Ja, genau! Borotski. Deutsch. Und Saarland. Wie sieht das überhaupt aus auf Saarland? Das ist so ein Wappen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es eine Flagge gibt. Ein Wappen ist es geben, ne? Ja. Geil, Junge. Okay, das sind auch vier. Jo. Was willst du davon jetzt haben? Sag mal. Außerdem ist das schon wieder Digitaldruck. Ja, wir gucken mal. Vielleicht gibt es für dich aber auch leider nur eine Deutschlandfahne. Und dann schreiben wir da dran, sollte eigentlich eine Saarlandfahne sein. So, bis gleich, tschüss. Hallo! Hallo. Es ist jetzt eigentlich Montag. Wir haben die ganze Zeit rumgebastelt an dem M3, dass der jetzt so schick und schön aussieht. Und viele kleine so Aufkleber und dass er wirklich voll aussieht, so aussieht wie so ein echter Rennwagen. Jetzt ist er fertig und am Anfang war ich wirklich kritisch, weil ich dachte mir so, boah, weiß ist halt schon geil, so ganz clean und nichts drauf und so. Aber jetzt ohne Scheiß, ich finde, er sieht jetzt deutlich besser aus, weil er wirklich aussieht wie ein echter Rennwagen und vor allen Dingen auch kein Rennwagen, wie er schon mal da war. Ja, sieht mega aus. Sondern es ist ja, es gab es noch nicht. Er könnte jetzt eigentlich aus den 80ern so ein Sprung sein. Ja. 90ern. 80er? Ja, 80er, 90er. Ja, sowas. So in dem Dreh. Und ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Muss ja auch nicht drauf bleiben, ist ja nur foliert. Tschüss. Wieder ein Beispiel für Automobiltechnik von morgen. Die neue Formel für automobile Sportlichkeit. Bei BMW. Nobody but you. Something about your body that's got me thinking of nobody but you.